Aber jetzt um die Zugabe, ne? Weil wir haben gar nicht angefangen. Ich meine, ich habe gerade Zugabe gehört. Cornelia sagt, sie fängt gleich an zu weinen. Wenn ihr das so macht, ist schon toll, ne? Wir freuen uns so, dass du heute da bist, Cornelia, aus dem Wald Los Angeles angereist. Eigentlich bin ich aus Hamburg angereist, weil da war ich vorher und davor war ich in England und davor war ich in Los Angeles. Und hat die Shelley das nicht fantastisch gemacht, gibt der doch auch nochmal einen Extra. Wisst ihr, das Tolle ist bei diesem internationalen Literaturfestival, wer von euch war denn schon mal hier auf diesem Festival vorher? Ah, ihr kennt das, alte Bekannte, genau. Das Tolle ist ja, dass man Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus aller Welt begegnen kann, dass man sie wirklich mal hier auf der Bühne erlebt. Und es soll natürlich auch heute wieder Zeit für eure Fragen geben. Cornelia, du magst das gerne, hast du mir gesagt, wenn Kinder dich befragen. Was magst du denn daran so gerne? Warum? Ja, ihr müsst euch das ja vorstellen, wenn man schreibt, dann sitzt man ja eigentlich in, ich habe so ein kleines Schreibhaus im Garten, wo man dann so sitzt und vor sich hinschreibt und man sieht ja eigentlich nicht die, für die man die Geschichten schreibt. Das heißt, es ist dann immer ganz aufregend und wichtig, wenn man sieht, wo die Worte denn landen. Und wenn ich auch von euch dann merke, das finden Sie jetzt gerade spannend, das finden Sie eigentlich gar nicht so lustig, das finden Sie eigentlich ziemlich gut. Und wenn ihr mich nachher fragt, dann merke ich eigentlich, ich lerne immer ganz viel darüber, was ich weiter schreiben sollte. Und was euch vielleicht fehlt, was ihr gerne habt. Ihr wisst ja, ich beantworte auch alle Fragen auf meiner Website. Ich bin auch auf Facebook, da dürft ihr wahrscheinlich noch nicht drauf, keine Ahnung. Ja, doch. Okay. Das heißt, mir liegt sehr viel an meinen Lesern, weil ich mich sonst ohne meine Leser sehr einsam in meinen ausgedachten Welten fühle. Das heißt, die Kinder und Jugendliche geben dir auch ab und zu Ideen für deine Bücher? Oh ja, fantastisch. Also zum Beispiel bei den wilden Hühnern, da ist der Vater von Sprotte nur aufgetaucht, weil es ein Mädchen mir vorgeschlagen hat. Ich habe es auch schon mal in Edinburgh gehabt, in Schottland. Da fiel uns ein englischer Name für einen Charakter einfach nicht ein. Wir wussten nicht, wie wir die auf Englisch nennen. Und das hat mir ein kleiner Junge in Edinburgh auf dem Festival, der hat den Namen gefunden. Das heißt, ihr seid schon immer sehr hilfreich, muss ich sagen. Tja, und gut zu wissen, ne? Und ich weiß auch immer ziemlich genau, was ich dann als nächstes machen soll oder tun soll. Manchmal mache ich natürlich auch, was ich machen will. Und dann seid ihr erst ärgerlich. Aber das muss manchmal dann auch sein. Cornelia Funke, Schriftstellerin zu sein, so viele Bücher geschrieben zu haben bisher, ist für dich damit ein Traum in Erfüllung gegangen? Als ich so alt war wie die hier alle, da wollte ich Astronaut werden. Oh, ja, und das habe ich bitter ernst gemeint. Weil da waren sie gerade auf dem Mond gelandet, so alt bin ich ja jetzt schon, das war gerade erst passiert. Und ich war vollkommen besessen von Raumschiff Enterprise und habe das also ständig geguckt. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt die neuen Filme gibt. Und da habe ich natürlich gedacht, die bauen jetzt bald solche Raumschiffe, ist ja immer noch nicht passiert. Und ich wollte nichts anderes. Ich wollte einfach nur fliegen. Und dann irgendwann, seltsamerweise, bin ich Schriftsteller geworden und da fliegt es sich noch viel besser. Ich kann mir einen Drachen im Kopf bauen, ich kann mir Zeppelin besorgen und was immer. Allerdings will ich jetzt trotzdem meinen Flugschein machen. Mein Sohn findet das sehr beunruhigend, aber ich mache das trotzdem. Wer weiß vor allem, was danach kommt. Nach dem Flugschein, vielleicht doch noch ein Flug zum Mond. Ja, es soll ja jetzt bald das geben. Ne? Die organisieren ja, dass man irgendwann zum Mond in den Weltraum fliegen kann. Würdest du dich das sofort? Sofort. Eine mutige Frau. Cornelia Funke. Du hast gerade schon Raumschiff Enterprise angesprochen. Du hast ein Faible für Fantastisches, das weiß man natürlich auch aus vielen deiner Bücher. Woher kommt das? Also ich glaube, das ist das Natürlichste auf der Welt. Ich glaube, dass wir alle ein Faible für das Fantastische haben. Das heißt, ich glaube, das ist typisch für Menschen. Ich denke, glaube ich, nicht, dass Hunde sich vorstellen, Katzen zu sein. Aber wir haben überhaupt kein Problem damit, uns das vorzustellen. Wir können uns vorstellen, eine Fliege an der Wand zu sein. Wir können uns vorstellen, Fisch im Wasser zu sein. Alles überhaupt kein Problem. Und dann, da müsst ihr euch jetzt schon sehr hüten, weil ihr noch in dem richtigen Alter seid, wo ihr das könnt. Dann passiert was ganz Beunruhigendes. Je älter die Leute werden, desto mehr denken sie, man darf das nicht. Und dann hören die auf, sich Sachen vorzustellen. Und dann machen die auch nichts Abenteuerlicheres mehr, weil sie sich das nicht mehr vorstellen. Also ihr müsst mir jetzt alle versprechen, dass ihr das nicht macht.
Also fangt nicht plötzlich an mit 15 zu sagen, es ist kindisch, mir vorzustellen, dass ich ein Hund sein könnte. Nein, macht das weiter und ich verspreche euch, dann habt ihr ein abenteuerliches Leben. Das ist doch ein guter Tipp, das merken wir uns jetzt mal alle. Vielen Dank. Das Tolle ist, Cornelia wird euch heute auch ein bisschen was vorlesen aus Geisterritter. Wer von euch kennt das Buch? Hoi. Großartig. Dann hoffe ich, ihr langweilt euch, dass das jetzt nochmal vorgelesen wird. Das glaube ich nicht. Das ist ja auch immer toll, wenn dann der richtige Autor, der sich das Ganze ausgedacht hat, das auch nochmal vorträgt. Ich frage das im Übrigen immer gar nicht, weil ich euch überprüfen möchte, sondern einfach damit ich weiß, wo wir in etwa ansetzen. Aber ich glaube, das müssen wir ja jetzt gar nicht großartig erklären. Ich würde einfach vorschlagen, liebe Cornelia, ja, wir hören jetzt was. Ja, und Shelley und ich haben uns geeinigt, dass ich jetzt ein bisschen was lese. Das heißt, wir gehen jetzt einfach rein ins Buch, aber dass wir euch zwischendurch dann halt immer Fragen stellen. Und wir entscheiden dann, wie viel gelesen und wie viel gefragt wird, je nachdem, wie neugierig ihr seid. Einverstanden? Ja! Habe ich mir fast gedacht. Großartig. Na dann. Erstes Kapitel, abgeschoben. Ich war 11, als meine Mutter mich aufs Internat nach Salisbury schickte. Ja, zugegeben, sie hatte Tränen in den Augen, als sie mich zum Bahnhof brachte, aber in den Zug setzte sie mich trotzdem. Dein Vater hätte sich so darüber gefreut, dass du zu seiner alten Schule gehst, sagte sie, während sie sich ein Lächeln auf die Lippen zwang und der Vollbart klopfte mir so aufmunternd auf die Schulter, dass ich ihn dafür fast auf die Gleise geschubst hätte. Der Vollbart. Meine Schwestern waren ihm gleich auf den Schoß geklettert, als meine Mutter ihn zum ersten Mal mit nach Hause brachte. Aber ich erklärte ihm den Krieg, sobald er seinen Arm um Moms Schulter legte. Mein Vater war gestorben, als ich 4 war. Und natürlich vermisste ich ihn, auch wenn ich mich kaum an ihn erinnerte. Aber das hieß nicht, dass ich einen neuen wollte. Schon gar nicht einen unrasierten Zahnarzt. Ich war der Mann im Haus gewesen, der Held meiner Schwestern, der Augapfel meiner Mutter. Und plötzlich saß sie abends nicht mehr mit mir vor dem Fernseher, sondern ging mit dem Vollbart aus. Unser Hund, der jeden anderen vom Grundstück jagte, legte ihm Quietschespielzeuge vor die Füße. Und meine Schwestern malten ihm riesige Herzen. Aber er ist doch so nett, John. Immer wieder musste ich mir das anhören. Nett. Was war nett an ihm? Er überzeugte meine Mutter, dass alles, was mir schmeckte, schlecht für meine Zähne war und dass ich zu viel fernsah. Ich versuchte alles, um ihn loszuwerden. Ich ließ ein Dutzend Mal den Hausschlüssel verschwinden, den Mami gegeben hatte. Ich goss Cola auf seine Zahnarztzeitschriften. Ja, sowas gibt's. Und ich mischte ihm Juckpulver in das Mundwasser, das er ständig anpries. Alles umsonst. Man setzte nicht ihn, sondern mich in den Zug. Unterschätze niemals deine Feinde, würde Longsby mir später beibringen. Aber leider war ich ihm damals noch nicht begegnet. Wahrscheinlich wurde meine Verbannung beschlossen, nachdem ich meine kleine Schwester überredet hatte, ihren Babybrei in seine Schuhe zu löffeln. Vielleicht war auch der Terroristensteckbrief schuld, in den ich sein Foto montierte. Was auch immer. Ich hätte meine Videospiele darauf verwettet, dass der Vollbart die Idee mit dem Internat hatte. Auch wenn meine Mutter es bis heute bestreitet. Auf dem Weg zum Bahnhof sprach ich kein einziges Wort. Ich gab meiner Mutter nicht mal einen Abschied. Ich könnte mich ja vor dem Vollbart in ein kindisch-schluchzendes Etwas verwandeln. Die Zugfahrt verbrachte ich damit, Erpresserbriefe aus Zeitungsschnipseln zusammenzukleben, die dem Vollbart einen abscheulichen Punkt androhten, falls er meine Mutter nicht Ruhe ließ. Der alte Mann, der neben mir saß, musterte mich mit zunehmend alarmiertem Gesichtsausdruck. Aber schließlich warf ich die Briefe ins Zugklo, weil ich mir sagte, dass Mom sich bestimmt zusammenholen würde, von wem sie stammten. Ich weiß. Ich war in einem bedauernswerten Zustand. Die Stadt, in der John unterwegs ist, im Zug, wir verlassen ihn jetzt mal, er sitzt jetzt gerade auf dem Zug und tut sich unglaublich leid, heißt Salisbury und liegt in England. Das ist eine ziemlich alte Stadt. Und die Hauseltern, denen er begegnet, die das Internat beaufsichtigen, in dem er schläft, heißen Alma und Edward Popplewell. Die beiden Jungs, mit denen er zusammen in ein Zimmer kommt, heißen Angus und Stu. Und John beschließt,
die beiden eigentlich auch nicht zu mögen, weil er sich nämlich wirklich am liebsten selber leid tun möchte. Und weil er immer noch so unglaublich wütend auf seine Mutter ist. Wir finden ihn jetzt also wieder in der 6. Nacht im Internat. Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Die Nacht, in der mir klar wurde, dass Heimweh meine geringste Sorge in Salisbury sein würde, war meine 6. Nacht. Angus summte im Schlaf irgendeine Hymne vor sich hin, die er für den Chor probte. Und ich lag da und fragte mich wieder mal, wer zuerst nachgeben würde. Meine Mutter, weil sie endlich einsah, dass ihr einziger Sohn für sie wichtiger war als ein vollbärtiger Zahnarzt. Oder ich, weil ich mein bleischwarzes Herz leid sein und sie anbetteln würde, mich nach Hause zu holen. Ich wollte mir gerade das Kissen über den Kopf ziehen, um Angus gemurmeltem Singsang zu entkommen, als ich das Schnauben von Pferden hörte. Ich erinnere mich noch, dass ich mich fragte, ob die Leute in Salisbury mit dem Pferd vom Pub nach Hause kamen, während ich zum Fenster tappte. Angus schläfriges Gesumme, unsere Kleider auf dem Boden, das kitschige Nachtlicht, das du auf dem Schreibtisch gestellt hatte. All das bereitete mich in keiner Weise darauf vor, dass draußen in der regennassen Nacht etwas Bedrohliches warten könnte. Aber da waren sie. Drei Reiter, so bleich, als hätte die Nacht Schimmel angesetzt. Und sie starrten zu mir herauf. Alles an ihnen war farblos. Umhänge, Stiefel, Handschuhe, Gürtel und die Schwerter an ihrer Seite. Sie sahen aus wie Männer, denen die Nacht das Blut aus dem Körper gesaugt hat. Dem Größeren hing das strähnige Haar bis auf die Schultern und durch seinen Körper sah ich die Ziegel der Mauer, die den Garten gab. Der neben ihm hatte ein Hamstergesicht und war ebenso wie der Dritte so durchscheinend, dass der Baum hinter ihnen durch ihre Brustkörbe zu wachsen schien. Um ihre Hälse zogen sich dunkle Strähnen, als hätte ihnen jemand ein stumpfes Messer über die Kehlen gezogen. Das Furchtbarste aber waren die Augen. Brandlöcher angefüllt mit Mordlust. Sie brennen mir bis heute Löcher ins Herz. Ihre Pferde waren ebenso bleich wie die Reiter mit aschfarbenem Fell, das ihre fleischlosen Knochen wie zerschlissener Stoff bedeckte. Ich wollte mir die Augen zuhalten, nur um die blutleeren Gesichter nicht mehr zu sehen. Aber ich konnte vor Angst nicht mal die Arme heben. Hey, John, was starrst du da draußen an? Ich hatte nicht mal gehört, dass Stu aus dem Bett geklettert war. Der größte Geist zeigte mit dem knochigen Finger auf mich und sein lippenloser Mund formte eine lautlose Drohung. Ich stolperte zurück, aber Stu schob sich an mir vorbei und presste die Nase gegen die Fensterscheibe. Nichts, stellte er enttäuscht fest. Nicht zu sehen. Lass ihn in Ruhe, Stu, murmelte Angus verschlafen. Wahrscheinlich schlafwandelt er. Schlafwandler werden verrückt, wenn du mit ihnen sprichst. Schlafwandler, seid ihr blind? In meiner Panik wurde ich so laut, dass du einen besorgten Blick zur Tür warf. Aber unsere Hauseltern hatten einen festen Schlaf. Der Geist mit dem Hamstergesicht grinste. Sein Mund war ein klaffender Schlitz in seinem fahlen Gesicht. Dann zog er langsam, ganz langsam, sein Schwert. Blut begann von der Klinge zu triefen. Und ich fühlte einen so scharfen Schmerz an der Brust, dass ich nach Atem rang. Ich fiel auf die Knie und kauerte mich zitternd unter das Fensterbrett. Ich erinnere mich heute noch an die Angst. Ich werde mich immer erinnern. Verdammt, John, leg dich wieder schlafen. Stu stolperte zu seinem Bett zurück. Da draußen ist nichts außer ein paar Mülleimern. Er saß hier wirklich nicht. Ich nahm all meinen Mut zusammen und lugte über das Fensterbrett. Die Nacht war dunkel und leer. Der Schmerz in meiner Brust war verschwunden und ich kam mir vor wie ein Idiot. Na bestens schon, dachte ich, während ich zurück unter die kratzende Bettdecke kroch. Jetzt wirst du schon verrückt vor Heimweh. Vielleicht hatte ich auch Halluzinationen, weil ich außer Stu's und Angus Weingummis kaum etwas aß. Ich stand noch ein paar Mal auf und schlich ans Fenster zurück. Doch alles, was ich draußen sah, war die menschenleere Straße vor der angestrahlten Kathedrale. Und schließlich schlief ich mit dem festen Vorsatz ein, von nun an das Internatsessen hinunterzuhören. Vielen Dank.
Dank. Cornelia Funke, vielen Dank. Angekündigt, dass eure Fragen hier auch Raum haben sollen. Wir haben hier mehrere Saalmikros verteilt, die kommen gleich zu euch.